Im Rennen um einen Corona-Impfstoff hat der Chef des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca eine zusätzliche Studie für den Wirkstoff des Unternehmens angekündigt. Diese sei erforderlich, nachdem Fragen über die Wirksamkeit des Impfstoffes aufgekommen seien. AstraZeneca hat verkündet, sein Wirkstoff habe in Studien eine Wirksamkeit von 70% gezeigt. Die Impfstoffe der Konkurrenz von Pfizer, die zusammen mit dem Mainzer Unternehmen BioNTech arbeiten, sowie Moderna sind jedoch zu über 90% wirksam. Laut Soriot sind bei einer Probandengruppe von AstraZeneca auch Ergebnisse von 90% Wirksamkeit herausgekommen. Die Testpersonen haben zunächst eine halbe Dosis und einen Monat später eine volle Dosis des Impfstoffes erhalten. Eine zweite Testgruppe hat zweimal den vollen Wirkstoff erhalten. Hier liegt die Wirksamkeit jedoch nur bei 62%. AstraZenecas Impfstoffkandidat hat den Vorteil, dass er auf bereits erprobter Technologie aufbaut und deshalb kostengünstiger ist als die Impfstoffe von Pfizer, BioNTech und Moderna. Zudem könnte er ohne großen Aufwand im Kühlschrank gelagert werden. AstraZeneca entwickelt den Wirkstoff zusammen mit der britischen Universität Oxford.